Lange ist es ja, Leute. Es ist sehr lange her, dass ich einen Commentary aufgenommen habe für euch. Und im Hintergrund seht ihr eine Black Ops 2 Gameplay. Eine, auf jeden Fall eine. Jo. Und ja, Leute, auf jeden Fall, heute wollte ich ein bisschen reden über meine Vergangenheit. Was so passiert ist, Leute, dass diese ganzen Z-Max-Thema und so. Ich habe ein bisschen nachgedacht, Leute. Es ist schon echt peinlich, was da ich manchmal auch gesagt habe. Naja, für die Klicks, Leute, was man nicht alles tut. Auf jeden Fall ist der alte Freezy zurück, Leute, den ihr noch kennt. Vielleicht werde ich auch das alte Logo wieder machen, Leute, weil mit dem Logo verbinde ich sehr viel mit den zwei AKs. Und mal schauen, vielleicht wird auch am Anfang ein Intro kommen, Leute, das OG-Intro, wer kennt das noch? Und was ich auf jeden Fall sagen wollte, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, Leute, mit diesen ganzen Fake-Videos. Ich wollte damit nur, ja, ein paar Klicks auf jeden Fall erreichen, aber. Leute, Klicks sind nicht alles. Ich habe nicht einen Cent damit verdient. Und ja, Leute, das macht mir auf jeden Fall Spaß. Diese Commentaries. Und Nick i5, auch an dich. Danke, dass du trotzdem weiter supportet hast. Auch als ich Fake-Videos gemacht habe. Ehrenbruder auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall sehr real. Und ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ich hoffe, ihr seid gehypt, Leute. Ich bin gehypt. Ich habe meine Ausbildung angefangen. Alles schön und gut, Leute. Aber ich habe mehr Motivation, jetzt hier Videos für euch zu machen. Bisschen Black Ops 2 wieder. Und ja, Leute, Live-Commentaries werden auch auf jeden Fall kommen. Ab morgen habe ich wieder Internet. Ich habe meinen Anbieter gewechselt für stärkeres Internet. Vielleicht werde ich auch Livestream. Mal schauen, was sich so in der Zukunft ergibt. Und ja, ich hoffe, ihr genießt gerade das Video wieder. Black Ops 2 und so. Falls ihr mich von damals noch kennt, auf jeden Fall Luca. Ich hoffe, du bist auf jeden Fall dabei. Wen gab es noch so? Es gab noch so viele Leute. Ich habe alle Namen vergessen. German, Polish, Guy oder so hieß er auch. Auf jeden Fall sehr, sehr nice, Leute. Ich hoffe, ihr seid wieder alle am Start. Schreibt nette Kommentare, Leute. Würde mich auf jeden Fall freuen, wie in den alten Zeiten. Und ja, Leute. Ich konnte jetzt kein Live-Commentary aufnehmen, weil ich noch kein Internet habe. Wie gesagt, Leute, 1 und 1 wird erst morgen angeschaltet. Beziehungsweise das WLAN. Vielleicht ist es auch schon angeschaltet, wenn ihr das Video seht, aber ja, ich würde mich über 20 Likes freuen, Leute. Macht paar gerne paar Zweitaccounts und ja, pusht noch mal diesen Kanal, Leute, für den Algorithmus. Checkt auf jeden Fall Nick i5 ab, Leute. Falls ihr Bock habt, dass ich mit ihm wieder Videos mache, gerne reinschreiben. Wäre sehr, sehr nice. Nick i5, falls du das siehst, einfach mal irgendwann Hashtag Freezy Oldschool oder so schreiben. Und ja, auf jeden Fall bin ich sehr gehypt. Ja, 3 Minuten sind schon um. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Meine Videos gehen ja so 2-3 Minuten lang, Leute. Ist auf jeden Fall ein kleiner Tipp an die kleinen YouTuber. Macht immer so 2, 3, 4 Minuten, höchstens 5 Minuten Videos, damit die anderen Leute euch besser kennenlernen. Falls ihr ein bisschen mehr Reichweite habt, macht dann 10 Minuten Videos. Aber ja, darum soll es ja gar nicht gehen. Das war's mit dem Video, Leute, mit dem Infovideo. Und haut rein, euer Oldschool Freezy. Mit dabei ist Marcel. Hallo. Was geht, YouTube? Ihr wisst schon, wie es weitergeht. Aber ich bin kein Special Guest, ich will es immer dabei sein, Digga. Ja, das musst du Also, dir erstmal das. erblasen. Die Abos will er haben! Der lässt das nicht Abos, ihr könnt mich jetzt schon mal abonnieren an der Stelle. Schnauze, Alter, du Bastard. Dann ist mit dabei die Gurke, sag einmal Hallo. Moin, moin. Mit dabei ist Danny, sag einmal Hallo. Halt einfach das Moin, was Maul. Und geht? mit dabei ist.